Everybody got a deuce. What? Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 im Karrieremodus auf dem letzten Soccer Bros Kanal. Heute geht es um Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und wir müssen die letzte Partie, die wir natürlich 4-0 gingen, natürlich hört sich's wieder an, so voll gekotzt, natürlich haben wir natürlich gewonnen. Müssen wir die Partie gegen Ingolstadt anknüpfen an die Partie und auch gegen Freiburg eine ordentliche Leistung und 3 Punkte holen, denn wir sind immer noch Platz 3, punktgleich mit Platz 4 und Platz 5. Und Platz 5 weiß ich gar nicht. Ja, 2 Punkte Vorsprung haben wir noch auf Platz 5, aber sonst Leverkusen im Nacken und nach vorne müssen wir unbedingt, wir müssen einfach auf Platz 3, wenn es nichts anderes geht, müssen wir Platz 3 einfach verteidigen. Und das geht natürlich wieder nur mit einem Sieg heute gegen Freiburg. Was natürlich nicht einfach werden wird. Aber, ja, ist doch so schön. Nichts ist unmöglich. Heute mit unserem Sturmpartner Kruse und Eggestein. Die kriegen heute mal ihre Chance. Eggestein hat ja mit seinem Doppelpack gegen Ingolstadt quasi dafür gesorgt, dass wir wieder gewinnen konnten. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir den Eggestein mal da, wo er ist. Dann setzen wir einen alten Hasen wie Kruse an die Seite. Und gucken einfach mal, was da passiert. Das war schon mal nichts von Kruse. Das war auch nichts von Locatelli. Schauen einfach mal, was wir machen können. Ob das was wird, sehen wir dann nach diesen 90 Minuten. Ach, keine Fläche. Wunderlich. Oh, der starke Nabel. Lauf doch in die Mitte, Kruse. Ah, Schwolo. Der wird noch ein Kandidat für mich. Wir haben ein bisschen umgestellt, wie ihr es gesehen habt. Maxim spielt jetzt rechts. Er kommt eben das rechte Mittelfeld. Und Gnabry haben wir mal auf links gestellt, was eigentlich seine Position ist. Und ja, mal gucken, ob die beiden sich so etwas besser ins Spiel einbringen können. Und ja. Ein paar Spielern haben wir eine Pause gegönnt. Delaney hat mal eine Pause verdient. Dafür spielt ein Neuzugang vom FC Schalke. Der Thilo Kehrer. Hier ist er am Ball. Gnabry scheint über links doch etwas besser zu wollen. Aber doch, sieht über links bisher gar nicht so schlecht aus in ihm. Aber nach 17 Minuten ist das auch schwer eigentlich zu sagen, ob das was wird oder nicht. Scheiße. Bauer hat auch mal eine kleine Pause gegeben. Die Bauer spielt auf links. Augustinsson hat auf links eine kleine Pause bekommen. Dafür haben wir Bauer auf links gezogen und Rikese auf rechts gesetzt. Da wir einfach mal ein bisschen, auch wenn wir jetzt nicht mehr diese Dreifachbelastung haben, einfach mal gedacht, komm, wir setzen einfach mal ein bisschen was um, gucken, wie es besser wird. Und ja. Vielleicht kommt der Erfolg ja so wieder stetig zurück. Und wir können sich. Wir können die Mannschaft vielleicht so lassen. Also mit Delaney, ich glaube, den werde ich trotzdem bringen. Und Sané werde ich auch wieder bringen, wenn er wieder fit ist. Chiré! Also, der hat mich ja richtig weggesenzt, das gibt's ja gar nicht. Jetzt kann aber auch ruhig mal eine gelbe Karte geben. Aber, wer mich kennt, weiß, ich bin ein
kein Experte, genau. Was Freistöße bei FIFA betrifft. FIFA und Freistöße und ich sind ein rotes Tuch. Jawoll! Da ist es! Maxim! Endlich triffst du auch mal. Sehr schön, Maxim. Aber wir freuen uns mal lieber nicht zu früh. Die vorletzte Folge gegen Gladbach gesehen hat, da haben wir auch 1-0 geführt. Und wie das Spiel ausgegangen ist, weiß hoffentlich jeder von euch. Das werde ich jetzt nicht erwähnen. Komm schon. Der SVW ist wieder da, da. Jawohl, komm schon. Ja, oh, der war doch drin! Der war doch drin! Schiri! Guck mal auf deine scheiß Uhr, der war drin! Das habe ich doch von hier gesehen, dass er drin war. Mann, ey. So ein schöner Schuss hat auch ein Tor verdient, also gib es einfach. Meine Fresse. Was? Anlaufen, 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 anlaufen. Fehler, Fehler erzwingen. Jawohl. Also der Eggestein da vorne bringt doch einiges mit sich. Der kämpft und ackert, haut ein paar Schüsse raus. Ach, so ein Chief. Geht jetzt mal weg gegen deine alten Kollegen. Aber das zählt jetzt nicht. Du bist bei mir unter Vertrag. Also zeig, was du kannst. Schon. Oh, sie läuft doch in die Mitte. Warum läufst du denn nicht einfach in die Mitte? Nein. Ich laufe einfach mal neben dir. Dann spiele ich Depp ihn auch noch an, obwohl er im Abseits ist. Das hätte ich doch sehen müssen. So, mit einem 1:0 geht es in die Pause. Was vielleicht auch schon ein 2:0 verdient hätte. Aber der Ball war wohl leider nicht im Tor. Können wir es nicht ändern. Wir müssen nehmen, was kommt. So, unverändert gehen wir in die zweite Partie. Zweite Partie. In die zweite Halbzeit natürlich. Und gucken einfach mal, dass wir uns hier weiterhin so durchsetzen können. Vielleicht können wir noch ein Tor drauflegen. Schlecht. War gar nicht so schlecht, aber kam leider nichts Zählbares bei. Oh. Lauf. Nein, wo passt du denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Nein, schieß doch einfach. Schieße ich denn nicht einfach? Ja, genau. Ganz
schon. Komm schon, Freunde. Laufen. Fehler zwingen. Ach. Hau doch ab, ey. Jonas Meffert. Wer ist denn Jonas Meffert? Das war kein Abseits, Freunde. Das war kein Abseits. Aber der Kruse macht ihn nicht. Der Kruse macht ihn nicht. Also kommen wir jetzt mal vielleicht mit dem Philipp. Komm, der Gläubert. Der Gläubert kommt mal für Maxim. Was war das? Ja, was willst du denn jetzt, Alter? Wofür kriegt denn alles eine gelbe Karte? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Dafür krieg ich gelb? Pff, ist doch ein Scherz. Oh, das nächste Spiel geht gegen meinen direkten Konkurrenten auf Platz 2. Das müssen wir natürlich gewinnen. Selbstvertrauen ist zurück. So. Sehr schön. Der war leider nicht so schön. Komm, Kera. Ach, das hätte dein erstes Tor werden können. So sollte es nicht sein. Komm schon, Philipp, hol dir den Ball. Ja, komm schon, Philipp, hol dir den Ball. Jawoll, da macht ihn Eggestein rein. Ach, gut, dass ich dich wieder eingesetzt habe, Jojo. Gut, dass du wieder dabei bist. Macht er ganz schön. Nagelt er einfach mal unter die Latte. Sondern keine Chance für Schwolo. Den hätte er nicht mal halten können. Mal 3,60 Meter wäre. So, sieht das doch alles viel entspannter aus. Zackig, zackig, zackig. Da ist ihm ein bisschen die Puste rausgegangen. Aber immer in den Ecke hochgehört. Nein, glaube du schießt nicht. Das macht Gnabry. Ja, wir machen mal einen Lauf auf Strafraumrand. Ab geht er. Ja, das war leider nichts von Philipp. Nein. Ich krieg mich. Ach. Das müsste doch für mich gewesen sein. Ich habe doch nichts getroffen. Außer den Mann. So. Krieg ich vorweg genutzt. So, zweimal anlaufen. Fehler zwingen, Fehler zwingen. Ist ja so. Komm schon. Komm, Philipp. Mach es. Dann macht er ihn und jubelt trotzdem, obwohl es gegen seine alte Mannschaft aus Freiburg geht, wo er groß geworden ist. Dann setzt er ganz cool oben links ins Eck. Sehr schön, Philipp. Das zweite Tor im Dress von Werder Bremen. Auch wenn er 7 steht, hat er das zwei Tore für mich erzielt. Und dann 5 hat er für den SC Freiburg erzielt. Ach, das war
ein Schüsschen, da hat er gar kein Problem mit. Nein, keine Kacke. Ja, gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das hat aber ein Problem. Muss anlaufen, dann machen sie wieder Fehler. Ach, das ist doch gar kein Problem. Ach, Kleubert. Warum verlieren wir denn da den Ball, Freund? Freundnase. Abseits. Sehr schön. Ich habe 3 Zweikämpfe gewonnen. Ja, mein Gott. So. Das haben wir gewonnen, das Ding. Sehr schön. Endlich mal wieder ein souveräner Sieg. Das letzte Spiel in Ingolstadt haben wir auch schon gewonnen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Partie gegen Hoffenheim wieder, die wir unbedingt schlagen müssen. Die sind nämlich auf Platz 2 direkt vor uns. Und ja, dann sehen wir uns gegen Hoffenheim wieder. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tell me that you love me.